Servus, Salve und Hallo. Heute haben wir Mittwoch, den 3. März. Es ist 18.16 Uhr. Ich habe es nicht früher geschafft. I'm very sorry about it. Es geht um den DAX. Es geht um die etwas aggressivere Variante. Und vor euch liegt der DAX. Mach es ein bisschen größer. Eine Kerze, ein Tag. Und ich fand den Tag heute, muss ich ehrlich sagen, ziemlich frustrierend. Das hat mir wenig Spaß gemacht, weil ich hoffe ja immer noch und habe auf meiner, wie ich das immer nenne, Liste immer noch so einen Punkt von 14.300. Den hätte ich gern endlich mal gesehen. Ja, ich bin der Meinung, es sind viele Leute short und die bekommen heute Nahrung dadurch, dass wir haben jetzt hier kein Dreifachtop mehr, wir haben ein Vierfachtop. Wir haben das überboten hier. Das letzte High bei 14.168, Xetra hoch bei 14.197,49. Und dann verließen sie ihn. Das ist jetzt das 1, 2, 3, 4. Mal. Wir waren außerhalb des oberen Bandes, wir sind wieder reingefallen. Und jetzt steht er hier. Gleitende Durchschnitte sind mehr oder weniger ohne Aussage. Aber was mir auffällt, ist, wir haben extrem enge Bänder. 348 Punkte zwischen dem unteren und dem oberen. Das haben wir relativ selten. Das hatten wir hier mal Anfang Dezember. Und ich will euch das mal zeigen, was das heißt. Wie eng die sind. Ja, hier sieht man das relativ gut. Und in der ganzen letzten Zeit, da sind wir jetzt hier schon im Juni letzten Jahres, war das lediglich einmal so. Und das ist, das muss ich auflösen. Nur je länger der braucht, um da drüber zu gehen, und er hat noch die Chancen, der Oszillator ist positiv, MACD ist positiv, 200-Tage-Linie steigt weiter an mit einem ordentlichen Abstand. Er hat die Chance, aber er muss sie endlich mal nutzen. Also noch gebe ich ihn nicht aus, 14.300, 14.350, sowas kann der locker sehen, die Shorts müssen raus, sonst kann der Markt nicht fallen. Das ist mal so die Grundaussage. Gucken wir mal auf die 4 Stunden. Hier sind die 4 Stunden und da ist es nämlich ein ganz anderes Bild. Ja, hier sind die Bänder ein bisschen größer, aber das der Bewegung entgegengesetzte Band, das untere dreht sich nach oben. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung ist jetzt erstmal fertig. Ja, kein Wunder. Ich meine, wir haben hier eine fette Kerze, die war im Hoch bei 14.182 und im Tief bei 14.006. Das ist eine ordentliche Kerze. Jetzt hängen wir hier am 10er Gleit den Durchschnitt gerade momentan. Wir handeln bei 14.063. Hier ist die 200er gleitende Durchschnitt schon näher dran, wie auch immer. Aber hier, lang, kurz, kurz, das ist negativ. Verkaufssignal in der Stochastik, das ist auch negativ. Von hierher darf ich nicht mögen. Das hier ist jetzt die 13.655. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das haben wir ein paar Mal gesehen. Der kommt auch noch von hier hinten. Da, 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 hier. Der ist schon wichtig, das ist so ein Make-or-Break-Punkt. Und da setze ich jetzt auch gleich mal den Schein an, also zumindest den Call. Das ist eine Basis für den Call. Aber vom 4 Stunden her ist der angeschlagen. Der macht jetzt so einen kleinen Bounce Back, aber das war es auch. Gucken wir mal auf die Stunde, weil die sieht nämlich wieder völlig anders aus. Die Stunde macht sogar kurzfristig ein bisschen Hoffnung. Hier bei dem Oszillator, MACD ist neutral, ist ganz leicht positiv, aber wir sind unter dem 20er gleitenden Durchschnitt. Wir haben den 200er gesehen, touchiert. Wir haben einen Hammer gebildet. Im Stundenchart kann man da durchaus drauf schauen. Das war auch keine Frage. Wir waren außerhalb des Bandes und sind wieder rein. Aber hier fehlt das, ja, er hat Potenzial, aber da fehlt das Momentum. Ja, der ist nicht giftig genug. So richtig, das ist wie so eine, wie heißen diese Linien zwischen den Bäumen, so diese Gummilinien, Slackline oder sowas, ja, so kommt mir das vor. Und wehe, der kann das Gleichgewicht nicht halten, dann knallt er da runter. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht, aber ich gebe ihn noch nicht auf. Ich hätte gern nochmal so eine 14.300, 14.350, die hätte ich gern nochmal, aber ich gebe ihn nicht auf. Richtig schwierig würde es werden hier unter der 13.655. Aber da sind wir jetzt auch nochmal ein paar Punkte von weg. Ich kann also momentan, würde ich sagen, das Ding hat eine 50-50 Chance. Sehr unausgegoren, zu wenig Signale auf den verschiedenen Einheiten. Ich habe euch trotzdem mal einen Call mitgebracht. Und zwar, den setze ich unter diesen Doppelboden, den wir hier haben, den ich eben gerade angesprochen habe. Und sogar noch darunter, das ist ein 13.580er Call. Muss man leicht runden, 13.581 steigt jeden Tag. Das ist ein Open-End-Schein. Der hat im Moment einen 29er Hebel, das ist die Kennnummer GH0VH0. GH0VH0.
unlimitiert 13.581. Der muss aber gestoppt werden. Auf jeden Fall, wenn wir eine 13.630 anknabbern. Dann muss der gestoppt werden, dann muss er raus. Weil dann muss ich auch davon ausgehen, dass hier unten drunter dann doch noch einige Stops liegen. Also hier ist momentan nicht viel. Gucken wir mal nach dem Short. Der ist zwar einfacher zu legen, weil wir jetzt dieses Vierfach-Top hier haben bei 14.200, aber den möchte ich schon ein bisschen weiter weglegen. Und zwar habe ich mir überlegt, welcher war das jetzt? Das war dieser hier. 14.425, da sind wir also ordentlich weit weg. 14.425er, das ist ein Open-End-Schein mit fast einer 40er im Hebel. Das wäre die Kennnummer GM5ZWB. GM5ZWB, 14.425. Das ist ganz schwierig, den zu nehmen. Also wahrscheinlich würde ich den also auch wieder so um die 14.200 da nehmen. Allerdings dann nochmal mit dem 50er Stopp. Und da muss man erstmal den Markt auslaufen lassen und schauen, was der noch nach oben raushält, wenn er das macht. Und ich meine nach wie vor, ich habe es letztes Mal geschrieben, das ist wirklich wie so ein Marathonläufer, der bei Kilometer 41 ist, sieht schon das Ziel, jubelnde Menge und irgendwelche kleinen Helferlein ziehen dann das Ziel nochmal irgendwie so 7 Kilometer weit weg. So muss man sich das vorstellen. Es ist frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.